Als die drei ungleichen Freunde, Aurea, Vanya und Ektor, an der Taverne eintrafen, mussten sie feststellen, dass der Ritter Leovin von Elsternberge bereits direkt nach dem Frühstück aufgebrochen war und somit einen gehörigen Vorsprung hatte, zumal er ja zu Pferd unterwegs war. Immerhin konnten sie beim Wirt in Erfahrung bringen, dass ihn seine Reise zum großen Fluss führen würde. Und so mussten sie nur der Straße dorthin folgen und würden keine Zeit damit verlieren, Spuren von ihm suchen zu müssen. Er ist schon fort. Bei Arvis, was machen wir denn jetzt? Ich hatte wirklich gedacht, er würde uns sicher mitnehmen. Ach Mann, Ektor, warum musstest du nur so trödeln? Das war nicht getrödelt. Wirklich nicht. Aber weit kann er ja nun auch noch nicht sein. Wenn wir schnell sind, holen wir ihn sicher noch ein. Ja, Ektor. Wir beeilen uns und holen dein Pferd einfach so ein. Lauf schon mal vor. Kein Grund, schnippisch zu werden, junge Dame. Ach, kommt schon. Aurea kennt doch sicher einen Weg durch den Wald, der schneller ist als der über die Straße. Und wenn er zum großen Fluss will, kann er eigentlich nur zur Fährstation reiten. Schaut, hier auf der Karte, die mir meine Mutter gegeben hat, als ich so lange getrödelt habe. Hier ist sie eingezeichnet. Du hast eine Karte? Zeig mal her. So weit raus im Wald war ich noch nie. Aber da müsste es noch den alten Pfad geben. Der über die Hügel führt. Meine Großmutter hat mir mal von ihm erzählt. Er führt fast bis zur Fährstation. Aber er ist sehr beschwerlich. Dann los, schnell! Wenn wir da langlaufen, haben wir eine wirkliche Chance, ihn einzuholen. Aurea ging mit forschen Schritten voran und hielt den Blick stur nach vorne gerichtet. Sie ließ die Hand in ihre Rocktasche gleiten, in der sie den Abschiedsbrief an ihre Eltern trug. Als die Häuser von Erlenruh hinter ihnen zurückblieben, sank ihr Mut aber etwas. Sie war noch nie alleine von zu Hause fort gewesen. Aber sie war ja auch nicht allein. Ihre liebsten Freunde begleiteten sie ja auf dem Weg. Sie warf den beiden einen Blick zu. Ektor schien sich seltsam zu fühlen. Einige Sorgenfalten gruben sich immer tiefer in sein Gesicht, je weiter sie sich von Erlenruh entfernten. War er an der Taverne noch genauso aufgeregt wie sie alle gewesen, so wich diese Begeisterung mit jedem Schritt, den sie über den lehmigen Pfad voranschritten. Ektor war in der Tat neugierig auf die Welt. Ihm war ja sogar eine Queste mitgegeben worden, aber dennoch verspürte er Furcht. Die Furcht vor dem Unbekannten und dem Fremden da draußen. Kurz warf er Vanya einen langen Seitenblick zu. Er hatte ja jetzt auch eine Verantwortung. Vor allem für Vanya. Jetzt sind wir wohl wirklich auf dem Weg, um Abenteuer zu erleben. Ein seltsames Gefühl irgendwie. Findest du? Vielleicht wird es ja auch furchtbar langweilig. Ich habe gehört, dass der Ritterdienst am Hof nicht besonders abenteuerlich sein soll. Und irgendwann wird unser Herr Ritter ja auch wieder in den Hof zurück müssen. Mir ist etwas mulmig zumute. Und der Gedanke, längere Zeit bei Hofe zu verbringen, hakt mir auch nicht gerade. Aber wie sagt Meister Patras doch immer so treffend? Es bringt einen nicht weiter, sich Gedanken über ungelegte Gänseeier zu machen. Vater Patras ist nicht nur ein sehr liebenswürdiger Mensch, sondern auch sehr weise. Ich werde ihn vermissen. Er war immer nett zu mir und hat sich kein bisschen dran gestört, dass ich eine Zwergin bin. Aber bevor wir uns den Kopf darüber zerbrechen, wie das Leben am Hofe so sein könnte, müssen wir den Herrn von Elsternberge erstmal einholen. Kommt ihr beiden, nicht trödeln! Die Zwergin fing an zu laufen und warf den beiden einen auffordernden Blick über die Schulter zu. Sie würde nicht lange einen Vorsprung haben, aber das war auch egal. Und so wurde aus dem gemütlichen Wandern ein strenger Marsch. Schritte wurden zu Meilen, und der kleine Wald, der sich um Erlenruh schmiegte, verlor sich bald, nachdem sie die beschwerlichen ersten Hügel überquert hatten, zu einer flachen Ebene. Ektor und Vanya fiel es anfangs leicht, mit ihrer Freundin mitzuhalten, doch je mehr Zeit verging, desto schwerer wurden ihre Beine und Aurea legte wirklich einen sturen und raschen Marsch an den Tag. Oh, Vanya, warte,
Mann, ich hätte nie gedacht, dass sie mit Aurea nicht mitkommen. Aurea, warte doch mal. Ich brauche eine Pause. Wir scheinen sie in einigem unterschätzt zu haben. Komm, ich helfe dir. Aurea! Hörst du nicht? Hector braucht... Ach, verdammt. Sie ist schon hinter der Biegung. Komm schon, Hector! Wir dürfen uns hier in der Wildnis nicht so weit trennen. Vanya schlang den Arm um Hector und allein diese Geste gab dem jungen Geweihten neue Kraft. Ohne eine Pause zu machen, marschierten sie weiter. Und weiter. Und weiter. Immer weiter. Und als der Tag voranschritt, hatte die Müdigkeit auch von der Zwergin alle Begeisterung weichen lassen. Ihr Blick war starr auf den Boden vor ihren Füßen geheftet, und auch sie verspürte schmerzhafte Seitenstiche bei jedem schnellen Atemzug. Allein ihr Stolz trieb sie jetzt noch voran und verhinderte, dass sie nach einer Pause verlangte. Nein, jetzt nicht einknicken. Es kann nicht mehr weit sein. Wir müssen den Herrn Elzenberger einholen. Wir müssen. Den Fluss kann man ja schon hören. Weit kann es nicht mehr sein. Zäh wie bestes Leder, stur wie ein Gebirge und mutig. Zäh wie bestes Leder, stur wie ein Gebirge und mutig. Hector und Vanya hatten inzwischen wieder aufgeschlossen. Doch viel gesprochen wurde nicht. Der Marsch strengte sie zu sehr an. Hector hatte sogar das Mittagessen vergessen, sodass sich jetzt sein Magen lautstark meldete. Der beschwerliche Weg über die selten benutzten Trampelpfade des Waldes auf der Ebene hatte sie nicht nur körperlich mitgenommen. Dornensträucher hatten an ihrer Kleidung gerissen. Die Stiefel waren vom lehmigen Boden, in den sie einmal knöcheltief eingesunken waren, verklumpt und dreckig. Hector drehte und wendete die Karte im Gehen. Und wenn wir in diesem alten Wegstein doch falsch abgebogen sind? Nein, wir sind richtig gelaufen. Das Ufer des Flusses ist hier irgendwo. Der Fluss ist ja nun schon lange zu hören. Aber wir könnten auch viel zu weit nördlich von der Fährstation auf den Fluss zulaufen. Und von da wären es noch etliche Meilen bis zur Station. Oh, bei Arvis, das würde ich nicht schaffen. Ich kann echt nicht mehr. Hector, wir sind hier richtig und jetzt gebe allen Göttern endlich weiter. Hey, kommt ihr zwei. Hier hinten ist der Wald zu Ende, glaube ich. Wartet mal. Oh, schaut da vorne. Ja, das ist ein Schiff. Aurea, Hector, ein Flussschiff hält am Ufer. Die Fährstation, wir haben es geschafft. Komm schon, Hector, wir haben es geschafft. Gleich kannst du ausruhen. Als sie die ersten Schritte aus dem Wald gesetzt hatten und tatsächlich die Gebäude der kleinen Fährstation und das große Flussschiff, das am Ufer festgemacht hatte, sahen, ergriff sie alle die große Erleichterung. Hector keuchte und sank schwer atmend auf die Knie, blass von Kopf bis Fuß. Im Stillen verfluchte er zum ersten Mal seine Leibesfülle. Da vorne, da ist ein weißes Pferd auf dem Schiff. Seht ihr es? Ja, ja, du hast recht. Das muss Herr von Elsternberge sein. Wir haben es wirklich geschafft. Los, Hector, hoch mit dir, wir sind fast da. Hector war sich nicht ganz sicher, was er da sah. Alles war verschwommen vor seinem Blick. Fast so, als hätte er zu viel getrunken. Und genauso ähnlich schwankte auch alles um ihn herum. Ihm schmerzte die Brust wahrhaft niederhöllisch. Erneut aufzustehen kam ihm in diesem Moment vor, wie das eherne Schwert zu übersteigen. Geht schon. Ich komme rein. Wenn sich nicht mehr alles dreht. Los, komm schon. Wenn wir uns nicht beeilen, ist er auf der Fähre über alle Berge. Dann können wir es vergessen, ihn wieder einzuholen. Los, Aurea, geh vor. Wenigstens einer von uns sollte präsentabel sein. Sonst nimmt er uns nie mit. Ich schaff das. Ich schaff das schon. Der Schiffsjunge Minko
war gerade dabei gewesen, die Seile zu lösen, mit denen die Minos-Treu an dem kleinen Kai festgemacht war, als er ein Rascheln und das Knacken von trockenen Ästen aus Richtung des Waldes vernahm. Er hob den Kopf und sah, wie eine junge, völlig zerzaust aussehende Zwergin zwischen den beiden Fährhäusern hervorhastete und aufgeregt winkte. »Halt! Bitte wartet! Meine Freunde und ich möchten auch noch mitfahren!« »Was ist los, Minko? Nun mach schon! Es wird schwer genug, die letzten Breiusstrahlen auszunutzen. Aber der hohe Herr hier hat es eilig. Los! Wenn wir noch länger warten, schaffen wir es wirklich nicht mehr noch einen Halt weiter!« »Haltet ein, Captain! Hier ist noch jemand!« Mit den letzten Kräften hasteten die drei Freunde heran. »Stopp! Stopp! Wir wollen auch noch mitfahren!« »Na na, junge Dame! Da habt ihr aber wirklich Glück gehabt, dass unser Minko hier immer so sorgfältig beim Aufrollen der Seile ist. Sonst wären wir wahrscheinlich schon wieder unterwegs gewesen. Wohin können wir euch denn mitnehmen?« »Guten Tag, werter Herr. Ich nehme an, ihr seid der Kapitän dieses Schiffes?« »Wenn ich mich vorstellen darf, ich bin Aurea Pottbrauer und das hier sind Vanya und Hector. Und wir würden uns wirklich freuen, wenn wir mit euch reisen könnten. Wohin? Nun, ja, dahin, wo auch der Herr von Elsternberge reist. Wir sind seine Gefolgschaft.« »Dongrim Aslifson, zu euren Diensten. Aber Gefolgschaft? Davon hat er gar nichts erwähnt. Wartet einen Augenblick. Ey da, Herr von Elsternberge! Ihr möchtet euch jemand sprechen. Aber macht es kurz, der Flussvater ist launisch heute. Und wir müssen bald ablegen, wenn wir wirklich noch einen Halt weiter wollen.« »Bei Effert, was geht denn hier vor? Fräulein Pottbrauer, seid ihr das? Was bei allen Zwölfen macht ihr hier?« »Guten Tag, Herr von Elsternberge. Ja, ich bin es. Sehr erfreut, euch wiederzusehen. Nun, ihr habt uns ja gestern die Geschichte erzählt, warum ihr ohne Gefolgschaft reist und was ihr erwarten würdet, solltet ihr euch je wieder einen Knappen nehmen. Ich habe darüber nachgedacht und ich bin mir sicher, dass dies auf mich zutrifft. Und ich möchte euch dies beweisen.« »Verzeiht, Kapitän Asleifson, ich habe mit dieser Gemeinschaft nichts zu schaffen, außer dass sie mir anscheinend hinterhergereist sind. Fräulein Pottbrauer, ihr habt da sicher etwas falsch verstanden. Geht zurück nach Hause. Hier in der Wildnis ist es zu gefährlich für euch und eure Freunde. Ich suche keinen Knappen.« Aber ich dachte, für mich hat es sich so angehört, als wärt ihr nur auf der Suche nach der richtigen Person dafür. Oder liegt es daran, dass ich eine Zwergin bin? Ihr wollt uns nach Hause schicken, als wären wir kleine Kinder? Wir sind schon fast erwachsen und durchaus in der Lage, uns auch in der Wildnis zurechtzufinden. Vanya hier trägt alleine Sorge für sich und ihre Großmutter, seit ihre Eltern nicht mehr sind. Hector steht in der Gunst Travias und hat fleißige Hände. Und ich bin eine der besten Fallenstellerinnen, die es gibt.« »Und wir haben euch zu Fuß eingeholt, obwohl ihr einen Vorsprung mit einem Pferd hattet.« »Das hört sich an, als ob ihr Klärungsbedarf hättet. Ich und meine Crew müssen aber ablegen, wenn wir den nächsten Anlegepunkt noch heute erreichen wollen. Die Sonne geht immerhin schon fast unter. Einigt euch!« »Hört zu, Kinder. Ich mag euch wirklich sehr. Und euer Dorf ist sehr gastfreundlich gewesen. Der Abend gestern war sehr schön. Aber habt ihr mir nicht zugehört? Mein Weg ist gefährlich. Ihr könnt mich nicht begleiten. Lasst es gut sein. Ihr habt gestern etwas falsch verstanden. Ich kann mich nicht um euch sorgen und euch mitnehmen. Wenn ihr mit mir mitkommen wollt, müsst ihr für euch selbst sorgen. Also kehrt um und lasst diese Leute hier ihrem Handwerk nachgehen. Ihr bringt sie noch um den Lohn ihrer harten Arbeit, wenn ihr sie weiter aufhaltet. Kapitän, ich denke, hier handelt es sich um ein Missverständnis. Wir können ablegen.« »Ei, Herr von Elsternberge. Du hast ihn gehört, Minko.« »Wartet! Wir haben gar nicht vor, diese braven Leute um ihren Lohn zu bringen. Wir sind natürlich bereit zu bezahlen.« »Und ich könnte bei der Mannschaft helfen. Oder kochen. Ein Diener Travias ist genügsam und weiß, jederzeit mit anzupacken.« »Das wohl. Die Mitfahrt kostet pro Bein 5 Silber. Wenn ihr euch zudem nützlich macht, machen wir insgesamt 25 Silber daraus. Wir fahren nach Albenhus.
Also wenn ihr mitfahren wollt, entscheidet euch schnell. Er muss den Mut besitzen, Wege zu gehen, die kein anderer beschritten hat, hat er gesagt. Das ist bestimmt ein Test. Wir kommen mit. Ihr werdet euer Geld bekommen. Wird er? Ja, wird er. Und es steht außer Frage, dass wir uns nützlich machen werden. Sie fing an, in ihren Taschen zu kramen und förderte 10 Silber zutage. Dann schaute sie zu Vanya und Hector, die ihrerseits begannen, nach Münzen zu suchen. Aurea, also alles, was ich habe, also wirklich alles, das sind 12 Silber. Das ist zu teuer. Ich habe genau 3 Silber. Also reicht es. Aber dann haben wir gar nichts mehr übrig an Geld. Vanya, beim listigen Fex, das ist Wahnsinn. Wir können nicht all unser Geld ausgeben. Das ist so viel Geld. Davon könnten wir noch so lange leben. Wir bezahlen das jetzt und beweisen dem Herrn von Elsenberg, aus welchem Stein wir gemacht sind. Wenn er sieht, dass wir nicht locker lassen, muss er uns mitnehmen. Kapitän, wir haben eure 25 Silber. Hahaha, hervorragend. Dann kommt an Bord der Miros Treu. Möge der Flussvater uns wohlgesonnen sein. Vielleicht könnt ihr Minko helfen, die letzten Tower einzuholen. Los, Minko, beeil dich! Die drei schwankten über die wackelige Planke an Bord des Flussschiffes. Als die Matrosen den Kahn mit langen Stäben in die Strömung abstießen und das Segel sich im Wind wölbte, blickten alle noch einmal auf das kleine Anlegerhäuschen zurück, das alsbald immer kleiner wurde. Nun gab es kein Zurück mehr. Sie waren mittellos, auf einem Schiff unterwegs, in eine ungewisse Zukunft. Vanya blickte verstohlen zum Ritter hinüber, der sich mit einer hübschen Matrosin unterhielt. Leowins Gedanken rasten. Warum waren die drei ihm nachgereist? Verdammt. Er hatte ja wieder mit seinen Geschichten übertreiben müssen. Würden die Eltern ihnen schon auf den Fersen sein? Was hatte das alles zu bedeuten? Und wie konnte er sie schnellstmöglich wieder loswerden? Diese Zwergin schien ihre Freunde überzeugt zu haben, ihm trotz dem vielen Geld auf das Schiff zu folgen. Oder war das alles nur eine glückliche Fügung, die er für sich nutzen konnte? In Gedanken versunken nahm er die sanften Annäherungsversuche der jungen Frau neben ihm gar nicht so richtig wahr. Sie hatte ihm, seit er am späten Nachmittag an Bord gegangen war, Honig um den Mund geschmiert. Er konnte es ja auch nicht verübeln. Er sah schließlich nach Geld und einer guten Partie aus. Sie war ja auch nett anzusehen. War drahtig gewachsen, hatte große kastanienbraune Augen und ihr lockiges rotes Haar duftete für das Haar einer Matrosin auffallend angenehm. Ihre Hände waren weich. Leowin merkte schnell, dass sie nicht viel mit der wirklich harten Arbeit hier an Bord zu tun hatte. So starke Arme. Muss man dafür viel trainieren? Sie strich ihm sanft mit den Fingerspitzen über den Bizeps. Und ehe Leowin wusste, wie ihm geschah, saß sie schon auf seinem Schoß und schlang ihre Arme um ihn. Stimmt es, was ihr dem Kapitän erzählt habt? Dass ihr eine ganze Rotte von Flusspiraten allein zur Strecke gebracht habt? Leowin schluckte. Er musste jetzt aufpassen, was er wem erzählte. Er würde mindestens ein paar Tage hier an Bord sein und jetzt, wo die drei Dorfjugendlichen ihm gefolgt waren, war seine Tarnung in Gefahr. Außerdem hatte er schon mitbekommen, dass die schöne junge Dame namens Belinka, die ihm da umarmte, die Tochter der Schiffsköchin und somit wohl eine wichtige Figur hier an Bord war. Er dürfte sie nicht zu harsch abweisen. Vielleicht wäre eine kurze Liebelei bis zum nächsten Anleger sogar von Vorteil, um sich von den neugierigen Fragen der drei Dörflinge zurückziehen zu können und das Wohlwollen der Mannschaft auf seine Seite zu ziehen. Auf jeden Fall musste er entweder mit den dreien reden und sich rausreden
oder dafür sorgen, dass er sich so zurückziehen konnte, dass Gespräche zwischen ihnen sich auf ein Minimum reduzieren ließen. Die schöne Matrosin schien ihm dafür hervorragend geeignet. Sie hatte einen Narren an ihn gefressen, und Leowin wusste, wenn er es richtig anstellen würde, würde sie den Rest der Fahrt als eine Art Block zwischen ihm und den drei Freunden fungieren können. Und wenn es nicht klappen würde, dann würde er wenigstens ein paar Stunden in den Armen einer schönen Frau verbringen. Er rappelte sich hoch und schob die junge Frau mit einem behutsamen und vielleicht etwas zu frivolen Griff an die Taille, der seine Absichten deutlich untermauern sollte, von sich fort. Freilich, meine schöne Melinka. Ich bin ein Ritter und wir sagen immer die Wahrheit. So gern ich noch mit euch hier sitzen würde, ich denke, die Arbeit ruft's. Euer Kapitän hat mir aufgetragen, für die Sicherheit des Schiffes zu sorgen. Das schließt die Neueinkömmlinge mit ein. Besonders die hübsche Schwarzhaarige, da sollte ich mir mal genau ansehen. Sie wirkt verdächtig. Hübsch. Ich weiß ja nicht. Ihr meint, sie ist eine Flusspiratin. Also, Stil hat sie ja schon mal nicht. Dieses Kleid. Es sieht aus wie von Wilden geschneidert. Man kann nie wissen. Sie sind mir anscheinend bis hier gefolgt. Vielleicht sind sie auch Speer. Auf jeden Fall werde ich mich mal mit ihnen unterhalten müssen. Wenn du meinst, dass das nicht bis morgen warten kann. Es ist so ein schöner Abend. Und von hier kommen sie eh nicht fort. Aber vergiss nicht, was du mir für heute Nacht versprochen hast. Du möchtest doch nicht, dass ich meine Pflicht vernachlässige. Wir müssen sicher gehen, dass die drei keine Gefahr darstellen. Naja, eine verranzte Zwergin, ein fetter Geweihter und eine stillose Schnepfe. Alle noch fast Kinder. Die sehen mir nicht nach Gefahr aus. Sprich nicht so über Fremde. Du kennst sie doch gar nicht. Aber, ich muss jetzt wirklich mit ihnen sprechen. Pflicht ist Pflicht. Nein, bei Raya, das meinst du nicht ernst. Bleib hier. Pass auf. Ich werde mit ihnen für dich reden. Mich scheinen sie ja nicht zu kennen. Vielleicht verplappern sie sich. Ich kann das gut, also mit Leuten reden und so. Diese drei werden uns nicht stören und lassen dich dann auch in Ruhe. Ich verspreche es dir. Und du ruhst dich mal schön in deiner Koje aus, bis ich komme. Melinka legte ihm wieder die Arme um den Hals und hauchte ihm einen Kuss auf die Wange. Wenn du meinst, aber das bleibt unser Geheimnis. Sicher. Ich werde sie mal willkommen heißen. Auf dem hölzernen Schiffsboden, kaum hörbar, entfernte sie sich und stolzierte zu Vanya, Aurea und Ektor hinüber. Die drei Freunde saßen an der Reling und fanden die erste Ruhe, seitdem sie losgelaufen waren, um Leowin einzuholen. Ektor schnaufte immer noch hörbar, als er ein paar Dankesgebete an die Götter vor sich hin murmelte. Vanya saß auf einem Fass und ließ die Beine herunterbaumeln. Ihre Augen ruhten auf Leowin und ein leichtes Funkeln war darin zu erkennen, immer wenn diese rothaarige Matrosin sich enger an ihn schmiegte. In Aurea dominierte die Enttäuschung, war sie doch wirklich davon überzeugt gewesen, dass Leowin es begrüßen würde, wenn sie sich ihm anschließen würde. Und sie schämte sich auch ein bisschen für ihre Leichtgläubigkeit. Sie dachte daran, was sie wohl tun könnte, wenn sie Albenhus erreicht hätten und es ihnen nicht gelungen war, den Ritter umzustimmen. Vielleicht könnten sie irgendwo eine Anstellung finden. Sie scheute sich nicht vor harter Arbeit. Nur was sollte aus Vanya und Ektor werden? Ihre Grübeleien wurde durch eine gekünstelt, honigsüße Stimme unterbrochen. Travia zum Gruße, Reisende. Mein Name ist Melinka. Ich möchte als Tochter der Smutje die Gelegenheit nutzen, um euch drei herzlich an Bord willkommen zu heißen. Und euch ein wenig herumzuführen. Wart ihr schon einmal an Bord eines Flussschiffs wie diesem hier? Und noch viel wichtiger, wohin führt euch eure Reise? Vielen Dank für eure freundlichen Worte und die herzliche Aufnahme.
Gern lernen wir mehr über das Schiff und die Arbeit an Bord. Wir wollen uns schließlich so nützlich machen wie möglich. Travia zum Gruße und vielen Dank für die Begrüßung. Ich bin Aurea Pottbrauer und das sind meine Freunde Vanya und Hector. Es ist unsere erste Reise auf dem Fluss und somit auch das erste Mal, dass wir auf einem solchen Schiff reisen. Erstmal wollen wir nach Albenhus und von dort, ich weiß es noch nicht. Also, vermutlich geht es dann weiter nach Gareth mit dem Herrn von Elsternberge. Er weiß es zwar noch nicht, aber Aurea wird mal seine Knappin. Knappin also. Aha. Und du bist dann ihre, was auch immer du darstellen sollst, Zofe vielleicht? Womit könnten eine zwergische Knappin und ihre Gehilfin sich denn hier an Bord nützlich machen? Du, Hector war der Name, nicht wahr? Sagtest du, würdest kochen? Ich kann gut kochen und verstehe mich auch ein wenig auf Nähen, Korbflechten und kleinere Arbeiten mit Holz. Ja, dann kannst du meiner Mutter sicher zur Hand gehen. Das ist sicher nützlich. Können deine Begleiterinnen auch kochen? Ein wenig. Ich beteilige mich normalerweise eher daran, dass es auch etwas für in den Kochtopf gibt. Oh ja, das stimmt. Aurea ist eine fantastische Fallenstellerin. Verstehe. Also, ihr könnt nicht kochen. Seid noch nie auf einem Schiff gewesen. Haltet euch für Ritters Gefolge. Naja, irgendwas wird sich schon finden. Also hört mal, was soll das denn jetzt heißen? Pass mal auf, Milinka. Wir haben für die Überfahrt bezahlt und sicher weiß dein Kapitän genau, welche Aufgaben er Fremden zuteilen kann. Es tut uns leid, dich zu enttäuschen, aber wir sind keine ausgebildeten Seeleute oder sonst irgendwas. Aber dein Tonfall gefällt mir gar nicht. Meine Güte, du bist ja putzig. Ich geb dir gleich putzig, du Alte! Vanya, lass gut sein. Na, das werden ja ein paar anstrengende Nächte werden. Also, meldet euch bei meiner Mutter, wenn ihr eine Schlafstätte haben wollt. Ich habe Wichtigeres zu tun, als mich mit Menschen abzugeben, die meine Anwesenheit nicht zu schätzen wissen. Weißt du, Vala, Vanka oder wie du heißt, ich teile heute Nacht das Bett mit einem Ritter. Er wird sicher hören wollen, wie nett sein Gefolge zu mir ist. Schönen Abend noch! Milinka drehte sich auf ihren Absätzen herum und entfernte sich, begleitet von etwas zu auffälligen Hinternschwüngen Richtung Heck des Schiffes, wo soeben Leowin unter Deck zu den Kajüten verschwunden war. Bah, was bildet die sich eigentlich ein? Und was soll das heißen, sie teilt das Bett mit Leowin? Was für eine Zicke. Vielleicht kennen sie sich. Seht euch an, wie sie darüber wackelt. Seht her, ich bin die Tochter des Mutje, die tollste Frau auf Dere. Oh, ich wünschte. Widerliches Frauenzimmer. Nicht wahr, Hector? Hector, worauf guckst du da? Was? Er hat dir auf den Hintern geglotzt. Oh, Männer, alle gleich. Also, ich, Verzeihung, ehrwürdiger, Vater? Hallo? Also, seid ihr wirklich ein richtiger Geweihter der Travia, oder? Ja, ist er, aha. Verzeihung, wenn ich eure Unterhaltung unterbreche. Ich hab sonst nur Geweihte von Weitem gesehen. Noch nie ist einer mit uns gefahren. Toll. Mein Name ist Minko. Ich bin der Schiffsjunge. Sind die beiden eure Frauen oder Freundinnen? Verzeiht, wenn das eine dumme Frage ist. Hab ich mir hier in dieser Gegend angewöhnt. Wo ich herkomme, da ist das nicht ganz so wichtig. Wir in Torval haben viele Dinge anders. Naja. Und ihr kennt den edlen Herrn von Elsternberge. Hab ich das richtig verstanden? Bei den Göttern. Ein Edelmann und ein hoher Geweihter der Göttin des Herdfeuers an einem Tag.
Unsere Reise muss wahrlich gesegnet sein. Frauen? Ich glaube, es hackt. Vanya, bitte. Was? Es freut mich sehr, dich kennenzulernen, Minko. Ich bin Hector. Einfach nur Hector. Weißt du, die Kirche des Herdfeuers hat es nicht so mit Förmlichkeiten. Wenn du aber auf eine Anrede bestehst, kannst du mich mit Bruder anreden. Oder eben einfach Hector. Den achtbaren Herrn von Elsternberge kennen wir auch nur flüchtig. Meine Begleiterin, Vanya und Aurea, sind einfach meine besten Freunde. Und dumme Fragen gibt es nicht, mein Junge. Oh, dann ist es umso schöner, euch drei kennenzulernen. Hallo Vanya und Aurea. Ich hoffe, ihr verzeiht mir meine Wortwahl. Ja, bitte. Ja, schön, dich kennenzulernen, Minko. Alles gut. Ihr solltet euch vor Melinka vorsehen. Die ist nicht so freundlich, wie man denkt. Eigentlich ist sie eine richtige Zicke, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber sie ist die Tochter der Smutje. Und wenn man sie nicht gut behandelt, naja, ihr könnt euch sicher denken. Na, das haben wir ja noch gar nicht bemerkt. Ja, ich find's schön, dass ihr hier seid, Bruder Hector. Ich wollte schon immer mal einen Bruder haben. Komm, lass dich drücken. Danke, Minko. Wir werden deinen Rat beherzigen. Es ist gut, jemanden zu kennen, der hilfsbereit und aufrichtig ist. Gern darfst du mich als Bruder ansehen. Vielen Dank auch nochmal, dass du auf mein Rufen und Wink reagiert hast. Fast hätten wir euch verpasst. Ich glaube, wir haben uns schon ein wenig ein Bild von dieser Minka machen können. Aber wir werden vorsichtig sein. Danke dir. Bist du schon lange auf dem Schiff? Ja, schon ein Götterlauf. Captain Dongrim Aslifson hat mich damals an Bord genommen. Ich habe schon viel von ihm gelernt. Eines Tages werde ich auch mal Flussschiffkapitän. So wahr es der Flussvater möchte. Schon einen ganzen Götterlauf? Das ist wahrlich eine lange Zeit. Ich hoffe, unsere Reise auf dem Schiff wird nicht so lange dauern. Das viele Wasser um uns herum macht mir Angst und dieses Schaukeln. Es fühlt sich komisch an, als hätte es ein Eigenleben. Soweit ich weiß, belohnen die Götter diejenigen, die tüchtig sind. Oder blicken zumindest wohlwollend auf sie hinab. Aber Hector kennt sich damit besser aus. Dann sag, wie können wir uns hier nützlich machen? Ich denke, ihr solltet der Smutje zur Hand gehen. Na gut. Aber beklag dich nicht, wenn du Bauchschmerzen bekommst. Kommt ihr, Vanya und Hector? Ihr wisst, dass ich es nicht so mit dem Kochen habe. Naja, wenn du mit dem Wasser Probleme hast, können wir dich am Mast und beim schnellen Vertauen der Seile wirklich nicht gebrauchen. Ein Fehler zu viel und wir kentern. Vielleicht ist das ja eher was für dich, wenn du dich besser auf dem Wasser fühlst. Und in der Küche kannst du Töften schälen. Das kann man auch, wenn man nicht so gut kochen kann. Du hast wahrscheinlich recht. Vielleicht findet sich ja noch ein Platz für mich. Wir sind ja auch gerade erst an Bord gekommen. Sicherheit geht vor, sagt der Kapitän immer. Minko, lunger da nicht so faul rum. Die Taue müssen noch sauber weggepackt werden. Und ihr drei, ich empfehle euch, wenn ihr das erste Mal auf dem Fluss fahrt, euch in der Kombüse nützlich zu machen. Und ihr solltet dem Flussvater eine Opfergabe darbringen, wenn ihr das erste Mal in seinem Reich unterwegs seid. Jawohl, Captain! Hört ihr, ich muss los! Wenn ihr dem Flussvater gefallen wollt, unten neben der Kombüse ist ein kleiner Schrein. Der Captain legt auf solche Dinge viel Wert. Wir sehen uns! Das werden wir. Und jetzt lauf, bevor es Ärger gibt. Danke!
Und du, Vanya, sei nicht so zornig, ja? Melinka spricht nicht für uns alle hier. Die drei Freunde sahen dem Jungen hinterher, während er zurück auf seinen Posten huschte. Dann machten sie sich auf den Weg in den Bauch des Schiffes, um die Smutje zu finden. Unterwegs warf Vanya, deren Wut sich langsam zu legen begann, Aurea einen bewundernden Blick zu. Du hast immer so ein Händchen für Kinder. Nie scheinen sie dir auf die Nerven zu gehen. Ich glaube, ich hätte ihn schon viel früher weggeschickt. Der Junge ist doch eigentlich ganz nett gewesen. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich so überschwänglich über Hector gefreut hat, weil er sich ein bisschen einsam fühlt. So wie es aussieht, ist er der Jüngste in der Crew. Und wenn er schon so lange von zu Hause fort ist, wer weiß, wie es uns an seiner Stelle gehen würde. Ich meine, wir haben ja uns. Das stimmt. Wir haben uns. Und egal, wie das hier noch weitergehen wird, wir halten zusammen und werden das Beste aus unserer Lage machen. Ich fürchte, wir müssen uns wirklich Gedanken machen, was wir tun, wenn der Herr von Elsternberge uns doch nicht dabei haben will. Ich weiß ja nicht, ob ich mit einem Mann reisen will, der das Bett mit dieser parfümgetränkten Witzfigur von einer Matrosin teilt. Sie hat bestimmt nur angegeben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Ritter so etwas einfach so tut. Vielleicht kennen sie sich ja wirklich schon lange und sind einander versprochen. Oh, ernsthaft, Hector? Naja, gut. Aber was kümmert es dich überhaupt, mit wem der Herr von Elsternberge sein Bett teilt? Es kümmert mich, weil du etwas von Ehre und Ritterlichkeit gesagt hast. Und wie du siehst, existiert so etwas nicht. Hört auf, euch zu streiten, ihr beiden. Hector hat recht. Uns geht es nichts an, mit wem Herr von Elsternberge seine Zeit verbringt. Noch nicht. Dennoch ist es auch meine Aufgabe als angehende Knappin, ihn darauf aufmerksam zu machen, wie billig sein Verhalten auf Außenstehende wirkt. Wenn du meinst, dass das hilft. Wir sollten morgen ausführlich mit ihm sprechen. Ja, das sollten wir. Es wird sich sicher alles aufklären. Entschuldige, Vanya. Ich möchte nicht mit dir streiten. Wirklich. Na gut. Vielleicht habt ihr recht. Wie gesagt, wir haben nur noch uns. Das sollten wir nicht durch einen Streit riskieren. Lasst es uns versprechen. Schaut, da ist der Schrein vom Flussvater. Was haltet ihr davon, wenn wir uns dort versprechen, dass wir wirklich, völlig egal, was uns in diesem Abenteuer noch begegnet, zusammenhalten? Du willst deinen Schwur vor einem, Gott leisten, Aurea? Was macht das für einen Unterschied, Hector? Ein Schwur ist ein Schwur. Mein Großvater sagt immer, ein Angroschim, der einen Schwur bricht, ist kein Angroschim. Und was er damit meint ist, Schwüre sind immer wichtig. Und wenn wir vor diesem Flussgott schwören, dann hilft er uns vielleicht dabei. Na gut, ich bin dabei. Wenn du meinst, der Segen der Götter schadet wirklich nie. Dann lasst uns schwören. Wir drei halten immer zusammen, egal was passiert. Das schwören wir. Wir achten aufeinander, wie eine Familie. Wir helfen uns und wir werden nicht ruhen, bis wir unsere Aufgaben erledigt haben. Das schwören wir. Und sollte es wirklich so sein, dass wir einen Ritter auf den Pfad der Tugend zurückbringen müssen, dann werden wir auch dies gemeinsam tun, egal ob er uns akzeptiert. Das schwören wir. Ein Lächeln umspielte die Gesichter der drei Freunde. Sie fielen sich in die Arme und es tat gut, die Bestätigung untereinander zu fühlen. Was sie nicht mitbekamen, war das leicht grünlich-bräunliche Schimmern, das sich im Moment des Schwurs um den Altar legte und sofort wieder zu verglimmen schien. Der Rest des Abends verlief in betriebsamer Geschäftigkeit. Aurea, Hector und Vanya wurden bei der Smutje Kunia vorstellig, einer stämmigen Frau, die wohl an die 40 Götterläufe erlebt hatte. Sie trug das strähnige, dunkle Haar durch ein fleckiges Tuch zurückgehalten und besaß Oberarme, die einigen Holzfällern aus Erlenruh Konkurrenz gemacht hätten. Auch ihr Ton, mit dem sie die Neueinkömmlinge an ihre neuen Arbeitsstellen verwies, war ruppig und befehlsgehorsam gewohnt. Der Bauch des Schiffes war ihr Reich und sie hatte hier das Sagen. Aurea bemühte sich redlich, sich nahtlos in die Essensvorbereitung einzufügen,
wie Ektor oder zumindest so geschickte Hände zu haben wie Vanya. Aber der schwankende Boden sorgte bei ihr für einen ständigen Schwindel. Außerdem wurde ihr langsam übel. Die abgeschlossenen Räume im Bauch des Schiffes machten ihr nichts aus. Sie waren wie Häuser oder kleine Höhlen, das kannte sie sehr gut, aber Höhlen und Häuser schwankten eben nicht. Wie diese ganzen Menschen hier ihr Leben auf einem Schiff verbringen konnten, wurde ihr mit jeder Minute schleierhafter. Der einzige Lichtblick war die Aussicht auf ein Nachtlager auf festem Boden, denn die Smutia hatte angekündigt, dass das Schiff noch ein wenig in der Dunkelheit fahren, dann aber alsbald zur Nacht am Ufer anlegen würde. Als sie von Bord gingen, um auf einer wahrscheinlich extra für Flussschiffer gerodeten Lichtung Zelte und Kojen aufzuschlagen, blickte Vanya verstohlen einige Wimpernschläge zu Leovin hinüber, dem man einen kleinen Tisch aufgebaut hatte. Dort saß er und scherzte mit Melinka, Kunia und Captain Aslifson. Die drei Freunde schlugen ihre Schlafsäcke nicht in der Nähe des Feuers auf, sondern etwas abseits. Der Tag hatte sie enorm erschöpft. Besonders Ektor und Aurea waren so müde wie schon lange nicht mehr in ihrem Leben. Sie wusste nicht warum, aber es fiel Vanya schwer, den Blick von Leovin zu nehmen. Immer wieder blickte sie zu seinem Tisch, der vor einem Zelt stand, hinüber. Frösche quakten, laut, nur kurz unterbrochen vom Lachen der miteinander scherzenden Matrosen. Minko holte eine Quetschkommode heraus und spielte leise und mehr schlecht als recht einige Seemannslieder. Rechts neben Vanya erklang alsbald ein tiefes Schnarchen von Ektor. Vanya lächelte, als sie den jungen Geweihten so friedlich dort schlafen sah. Sie verschränkte die Arme unter ihrem Kopf und zwang sich, in die Sterne zu sehen. Aureas erschöpfte Stimme brach diesen Moment. Woran denkst du, Vanya? Ich weiß nicht. Es wirkt alles so unwirklich. Wäre ich zu Hause, würde ich jetzt noch einmal nach den Vögeln sehen. Ich weiß, was du meinst. Es ging alles so schnell. Vanyas Blick huschte wieder zu Leovin, dann zu Aurea und schließlich blieb ihr Blick auf Ektor ruhen, dessen Brustkorb sich im Rhythmus seines Schnarchens hob und senkte. Ihr Gesicht hellte sich auf, als sie ihn so beobachtete. Meinst du wirklich, wir tun das Richtige? Ich weiß nicht. Für mich fühlt es sich richtig an. Für dich nicht? Seit ich klein war und meine Eltern gestorben sind, habe ich mich immer um irgendjemanden gekümmert. Um die Vögel, um meine Großmutter. Ich weiß, glaube ich, gar nicht, wie das ist, zu wissen, was für mich richtig ist. Wie meinst du das? Na, schau dir Ektor an. Er wusste schon sehr lange, dass er in den Dienst von Travia will. Und jetzt sind wir seine Weiheaufgabe, also braucht er unsere Hilfe. Aber er ist so furchtbar naiv und unbedacht. Das macht ihn auf der einen Seite niedlich, aber auf der anderen Seite macht es ihn zu einem Kind, das in der Welt zerschellen wird, wenn wir nicht auf ihn Acht geben. Ständig muss ich ihm ins Gewissen reden und sagen, dass die Welt anders ist, als er sie sich vorstellt. Und dann guckt er mich an, als wäre ich verrückt. Er bringt mich echt auf die Palme. Andererseits weiß ich aber, dass egal, was ich ihm an den Kopf werfe, er mir nie ernstlich böse sein wird. Er braucht mich. Ihr braucht mich. Also habe ich wieder jemanden, auf den ich achten muss. Aber irgendwas ist doch anders. Als wir diesen Schwur gemacht haben, da wurde mir zum ersten Mal klar, dass jemand anderes auch auf mich achtet. Dass ihr für mich da sein werdet. Anders als meine Großmutter. Sie sorgte schon für mich irgendwie, aber sie war auch alt und sie brauchte wirklich viel Hilfe von mir, damit sie ihren Alltag irgendwie bewältigt bekommen hat. Mit euch aber habe ich das Gefühl, ich könnte mich zurücklehnen und die Augen schließen und ihr würdet über mich wachen. Bedingungslos. Einfach nur, weil wir füreinander einstehen. Das Gefühl kenne ich schon fast gar nicht mehr. Ja, der Schwur hat gut getan. Aurea? Aurea?
Ja, Aurea. Es fühlt sich richtig an. Schlaf gut.